Okay, wer nimmt die denn dann? Ich und Markus. Halt die Kamera. Du hältst die Kamera? Geil, okay. Ich trinke vorher noch einen Schluck. Mach mal die Kamera. Nein, ich mach schon. Du kannst ruhig trinken, filmen. Lass sie fallen. Nein, ich lass sie nicht fallen. Du bist ja hier. Stimmt, du bist ja... Ja, stimmt, du bist ja stark hier. Geil, Markus. Ich habe gerade dummerweise alles ohne Ton gemacht. Scheiße, na, was haben wir gemacht? Stickmaschine gekauft. Das soll ich jetzt alles tragen? Jetzt muss ich die Maschine mit dir schleppen. Ja, Alter. Ich kann auch die Maschine schleppen. Gut, wenn ich schleppen. Ja, dann muss Markus filmen. Okay, Markus. Ja, komm, dann nehme ich. Frag. Jungs, das ist, so leicht ist das Ding auch nicht. Da ist er, der Alex. Wir haben extra Alex mitgenommen. Weil er der Stärkste ist. Oh, Alex, du bist so stark. Scheiße. La, la, la. Hallo. Aua, aua, aua. Wie, das war's jetzt schon? Mir das macht am Anfang nicht so einen schweren Eindruck, aber jetzt. Du musst uns da drüber heben, ne? Nein. Ey, man erkennt hier gerade eh fast nichts. Ach so. Okay. Der scheiß Besen von Steven, den ich gekriegt habe, ist ja kaputt. Soll ich den irgendwie reparieren, weil ich keinen Besen habe und hier noch Fegenöl. Ich habe mir dafür ein paar Schrauben gesagt. Jetzt werde ich das Ding einfach hier zusammenlöbe. In der Hoffnung, dass es zumindest heute noch hält. Ich habe keinen Bock, heute noch einen Besen zu kaufen. Yes, ansonsten läuft es recht gut mit dem Aufräumen. Da steht unsere Stickmaschine. Dafür muss ich jetzt hier jede Menge Platz schaffen. Und ich muss auch noch unbedingt einen Zuschneidetisch bauen. Dafür habe ich hier die fetten Platten, weil wir nächste Woche Teile an der Tasche nähen müssen. Aber da erzähle ich euch nochmal was von. Ja, und so verbringe ich jetzt hier meinen Samstag. Yay! Draußen scheint übrigens die Sonne. Richtig gut. Okay. Hat funktioniert. Besen geht wieder. Also? Dreck wegmachen. So, ich habe den größten Mist jetzt hier weggeräumt, einmal durchgesaugt. Und das hier unten wird ja unsere temporäre Nähwerkstatt. Und sonst haben wir immer erst alles perfekt gemacht. Also der Boden muss super sein, dies muss super sein, das muss super sein. Wenn man sich jetzt den Boden hier anguckt, der ist halt weit davon entfernt, irgendwie super zu sein. Aber die Philosophie, die wir jetzt irgendwie hier für unten mal anwenden wollten, um zu gucken, wie das, ob es besser funktioniert ist, den ganzen Mist hier so schnell wie es geht fertig kriegen. Und wenn wir dann merken, dass irgendwas suboptimal ist, das dann verbessern. Auch wenn das bedeutet, irgendwie, wir müssen dann doch den Boden machen und alle Maschinen einmal rausräumen, den Boden machen oder was auch immer. Aber das, worüber ich mir jetzt gerade wirklich Gedanken mache, ist, wie teilen wir das am besten auf? Da vorne ist unser Lager-Fulfillment-Bereich oder wird unser Lager-Fulfillment-Bereich, wenn das alles perfekt aufgeräumt ist. By the way, wie schön die gleich zwei Kartons da steht. 101 oder 104 Kartons, ich lasse mir noch. Fantastisch hier runtergeschnitten. Da, scheiße. Wenn wir Dinge schneidern wollen, dann fängt es an beim Zuschneiden des Stoffes. Das heißt, wir brauchen eine große Fläche für den Stoffzuschnitt. Hier sind die Platten dafür. Und Markus und ich haben ganz am Anfang, als wir noch relativ viel Digitaldruck hier gemacht haben, haben wir hier so Wägen gebaut oder Tische oder keine Ahnung, so Dinger, so Möbel gebaut, wo der Digitaldrucker drauf stand und so, die Klamotten. Digitaldruck machen wir jetzt nicht mehr so wirklich. Der Drucker ist eingemottet und die Teile sind über und die sind sperrig, die sind groß und das soll die Unterkonstruktion davon werden. Und das soll hier hinkommen. Das heißt, wir haben hier den Zuschnittbereich. Das muss hergestellt werden. Hier oben muss noch ein besseres Licht hin. Diese eine Funzel reicht da nicht. Und dann muss hier, in dem Raum, in dem ich jetzt stehe, oder in dem Bereich, in dem ich jetzt stehe, muss jetzt irgendwie alles hinkommen, was mit Nähen, Sticken, Druckknöpfe ansetzen und so weiter und so fort zu tun hat. Weil nämlich auch hier oben ist so eine Akustikdecke drin. Das heißt, der
alles, was irgendwie leer macht, wie Stickmaschine oder Nähmaschine, ist eigentlich cool hier zu haben, weil das dann auf jeden Fall viel gedämpfter, viel leiser sein wird, als wenn es hier vorne steht, wo die Akustikdecke nicht ist. Boah, das heißt, jetzt hier weiter aufräumen und mal gucken. Ich denke, irgendwie die Ecke wäre ganz cool für die Nähmaschine, für die Stickmaschine. Und dann hätten wir hier Overlock, Nähmaschine, Poliermaschine, Saumaschine. Und dann, ja, hätten wir hier schon ein bisschen was um. Hätte ich gegeben. Wenn man da hinguckt, ist es echt. Sieht es noch richtig gruselig aus. Fürchterlich. Ich habe es immer so grob hingestellt. Ich wollte eigentlich drei von den Platten hier verwenden. Das ist jetzt schon relativ groß. Ich glaube, dass das fürs Erste reichen wird, um jetzt hier drauf zuzuschneiden. Und der ist jetzt, glaube ich, 2,20 Meter mal, weiß ich nicht, was ist hier? 1,80 oder so. Das heißt, man kriegt auf jeden Fall eine Stoffbahn hingelegt. Stoff liegt immer irgendwie 1,40 Meter oder 1,50 Meter breit. Und dann hätten wir hier, könnten wir 2 Meter Stoff oder 2 Laufmeter Stoff auslegen. Und dann halt in mehreren Schichten stapeln. Und dann mit dem Stoßmesser-Ding dazu schneiden. Ich glaube, jetzt werde ich es. Ja, ich glaube, das ist gut. Das nächste, was man jetzt einmal ausprobieren muss, ist die Arbeitshöhe. Dass man irgendwie eine gute Arbeitshöhe hat, um mit der Maschine da dran rumzufahren. Vielleicht wäre es gut, wenn es so 5 cm höher wäre. Irgendwie 5 cm Balken holen, vielleicht 3 Stück oder sowas. Okay. Nochmal kurz überlegen, was wir alles brauchen und dann doch nochmal im Baumarkt fahren. Und ein paar Balken holen. Wir müssen auch noch einen Tisch für die Druckknopfansetzmaschine hier kaufen. Die funktioniert leider noch nicht so, wie man es möchte. Yes! Ab im Baumarkt. So, wir sind im Baumarkt angekommen. Ich glaube, das sind die Platten, die ich gerne hätte. 38 und 58. 2 Meter, 3 Euro, 58 Stück, tippitoppi. Einpacken. Sind wir da? Also ich bin allein heute. Bohrmaschine gekauft, weil Ali sich Bohrmaschine ausgeliehen hat und nicht zurückbringt. Also brauchen wir eine neue Bohrmaschine. Schrauben, neuen Bohrer. Ja, und jetzt baue ich, glaube ich, ich weiß nicht, ich werde jetzt den Tisch zu Ende bauen. Vielleicht noch eine Lampe anbringen. Obwohl, das ist scheiße alleine. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, Alex zu überreden. Ist ja noch kommen. Mal gucken. So, ich habe mir 3 so Balken gekauft, um jetzt hier die beiden großen Platten miteinander zu verbinden und die dann auf diese beiden Rollmöbel da zu packen. Und dann ist der Tisch schon mal fertig. Warum nicht schaffe ich das überhaupt alleine? Ich glaube, ich bin gar nicht stark damit dafür. So. Es ist soweit. Wir haben unsere Werkstatt noch nicht richtig fertig. Und müssen den ersten Auftrag hier nähen. Nämlich 100 Musette-Taschen für Ministry Nutrition. Auch wäre so ein schwieriges Wort. Diese scheiß Messermaschine. Ne? Genau, wir schneiden die Sachen jetzt zu, bedrucken sie dann und dann müssen wir auch echt Gas geben und nähen, weil zeittechnisch wieder alles etwas, ich will nicht sagen spontan, aber kritisch.